Kunden und Werbepartner gehen jetzt online auf Distanz. iFood stellt Schlucke, Pulvermischungen und Riegel her. iFood, wer die Geschichte des Gewürzherstellers Ankerkraut verfolgt hat, könnte dieser Tage ein Déjà-vu erleben. Und wieder gibt es Kritik im Netz. Kurz darauf distanzierten sich die ersten Werbepartner und Kunden von dem 2017 gegründeten Unternehmen. So schrieb etwa der YouTuber und Schauspieler Fabian Sigismund. Er habe eine geplante Zusammenarbeit mit iFood wegen des Nestlé-Deals beendet, bevor sie überhaupt begonnen habe. Auch YouTuber Simon Unge, der lange für die Flüssignahrung von iFood geworben hatte, äußerte sich kritisch. Er werde künftig nicht mehr mit dem Münchner Start-up zusammenarbeiten, schrieb er auf Twitter. Mittlerweile hat der Beitrag mehr als 10.000 Likes gesammelt. Auch andere Influencer gaben an, die Zusammenarbeit mit iFood zu beenden. Ich kann und werde kein Produkt wie, an dem ein solches Unternehmen beteiligt ist, schrieb der Twitch-Streamer Stylers. In anderen sozialen Netzwerken waren die Reaktionen ähnlich. Jetzt bist du mich los. Ich habe Nestlé nicht unterstützt. Schande über dich, schrieb ein User unter einem Facebook-Post des Startups. Schade. Dein Produkt war eine super Alternative, wenn keine Zeit zum Kochen war. Anführungszeichen, sagte ein anderer Kommentar. Von der Show zum Erfolg diese Höhle der Löwen? Gründer haben ihr Unternehmen für Millionen verkauft. Immer wieder wurde der Vergleich mit dem Gewürz-Startup Ankerkraut gezogen, das letztes Jahr von Nestlé übernommen wurde. Ankerkraut wurde wie iFood durch die Sendung Die Höhle der Löwen bekannt und setzt stark auf Werbung durch Influencer. Aber irgendwie haben sie nichts aus den Reaktionen mit Ankerkraut gelernt, kommentierte ein User auf Twitter. Angesichts der vielen Parallelen zu Ankerkraut, darunter die Beteiligung des Unternehmers Frank Thelen, zeigten sich andere Stimmen wenig überrascht von der angekündigten Investition. Nestlé wird seit langem dafür kritisiert, Profite bei Themen wie Umweltschutz oder Menschenrechten zu machen. Die Vorwürfe reichen von der Ausbeutung knapper Wasserressourcen bis hin zu Kinderarbeit. Die Investmentdeals des Konzerns werden daher immer wieder von Shitstorms in den sozialen Medien begleitet. Vereinzelt gab es aber auch anerkennende Kommentare. Vor allem auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn. Der Investitionspfad von Hashtag iFood überrascht mich nicht, schrieb der Gründer des Getränke-Startups Ocha Ocha, Christopher Gogolin. Hier muss ich sagen, gut gemacht. Auch in anderen Kommentaren wurde der Schritt als wirtschaftlich sehr klug und lohnend gelobt. Das Netzwerk von Nestlé sei riesig, argumentierte ein Nutzer. Erzeugt auf jeden Fall Aufmerksamkeit und Reichweite, schrieb ein anderer. Lie.